Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk. Natürlich mit Stereo Trader Entwickler Dirk Helger. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Das Webinar ist ja für Sie gedacht, deswegen können Sie jetzt auch schon Ihre Fragen in den Chat reinschreiben oder kopieren. Und in der Zwischenzeit müssen wir natürlich trotzdem einmal kurz über den Risikohinweis sprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt dieser Veranstaltung müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gern den Bildschirm. Einige Fragen sind ja schon reingekommen. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, dann weiß ich, dass du das sehr gerne machst mit dem Bildschirm. Ne? Und das klang auch vorhin so ein bisschen wie Uninformation, nicht Undinformation. Also gezielte Desinformation und die Verstörung, die hast du natürlich nicht gehabt im Risiko. Ja, mein Gott, kann ich immer alles so ernst nehmen. So, mein Bild sollte da sein. Ich wollte eigentlich noch eins mit Schnee an den Start bringen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Beziehungsweise ja, hier können wir doch eh. Ja, ich weiß, aber man kann ja mal irgendwie so tun, als ob, ne? Ich meine, weiß ja keiner. So, ich glaube, wir sind in Köln auch die einzigen irgendwie in ganz Deutschland, die keinen Schnee haben, vermute ich mal irgendwie so fast schon. Ja, wie dem auch sei, dann sage ich mal an der Stelle hallo und herzlich willkommen hier zum Helpdesk-Webinar an einem lauen, dunklen Montag im Februar 2021 mit meiner Wenigkeit. Sorry, Netz, ich bin heute etwas, ich bin gut gelaunt, sagen wir es mal lieber ja. So. Ja, da freuen wir uns ja. Doch. Du klingst aber sehr entsetzt, du hast Angst vor dem, was ich dir doch alles sagen könnte. Du klingst ein bisschen angespannt, so als nicht, dass ich dann doch irgendwann mal einen raushaue hier, mit dem du nicht rechnest. Aber musst du dir keine Sorgen machen. Ich bin. Was sagst du jetzt? Ja, wir sind ja nicht am Ende, ne? Dauert da, musst du noch ein bisschen durchhalten. Nein, aber du hast doch irgendwie gerade gesagt, so irgendwie einige Fragen sind schon reingekommen. Meinst du damit Mail? Habe ich wieder was übersehen? Ach so, nein. Ich habe tatsächlich keine E-Mails vorab bekommen, deswegen können wir uns auf den Chat konzentrieren. Okay, sehr gut. Gut, nee, ich bin deswegen gut gelaunt, weil es sieht nämlich so aus. Finally! Wir haben heute die Pre-Release so inoffiziell unter der Hand gestartet, morgen offiziell jetzt von der nächsten Version und dann sind wir eigentlich durch. So, jetzt brauche ich natürlich hier unbedingt solche Meldungen. Das ist jetzt ganz wichtig, dass die hier unten erscheinen. Kriege ich die weggeklickt, ohne dass hier alles zusammenstürzt? So, was mit dir? Gut, nee, deswegen, da fällt so langsam so ein bisschen die Last ab und dass das endlich das Thema dann so langsam auch mal abgeschlossen scheint. Und also Größeres ist jetzt nämlich aktuell wirklich nicht mehr bekannt. Also kann jetzt natürlich immer noch sein, dass hat noch irgendwas auch jetzt hier im Webinar aufpoppt, weil das hier ist natürlich die aktuellste Version. Und ich habe jetzt da seit ich die halt dann auch online gebeamt habe, da auch nichts mehr dran gemacht. Befasse mich da gerade momentan mit Timos Geschichten, der auch heute eigentlich schon angeboten hat, dass er das Help das übernimmt, hat aber gemeint, der Nelson wäre da nicht so amused. Und deswegen hat er sich dann doch nicht getraut. Und ich mich auch nicht. Ich habe noch viel mehr Angst vor Nelson als der Timo. Alles ja, richtig. Schon... Ich wusste es. Nein, weil ich habe für den Timo heute ein paar Sachen gemacht. Und dann er hat gesagt, ja, dann mache ich es mal wieder. Ich habe gesagt, bin ich sofort dabei. Aber nee, muss ja alles selber machen. So, gut. Also, gehen wir mal die Geschichten hier durch. Fangen wir mal oben an. Ich hoffe, ich habe alles ab oben, bin aber ab 17:55 dabei, also müsste eigentlich da sein. Da war tatsächlich eine Frage vorher, hat jetzt weniger mit dem Sale Trader zu tun, sondern war bezogen auf deine Widerstände und Unterstützungslinien. Ah, ja, das sehe ich ja halt hier. Ne? Also hier, ich bin neu beim Sale Trader, wo kann man Informationen über Widerstände, das hat ja mit dem Sale Trader nichts zu tun, ne? Das ist ja mein Handelsansatz. Also grundsätzlich erkläre ich den ja halt auch in allen Webinaren immer wieder, fast allen, wo ich da halt nochmal drauf eingehe. Wir haben ja morgen früh wieder ein Live-Trading,
oder? Ja, ne? Morgen früh in Essen. Ist richtig, ja. Ja, gut. Und von daher will ich das dann eher tatsächlich auch auf morgen früh nochmal verlagern. Was muss denn jetzt hier unten die Leiste da rumpöppeln? Das kann ja nicht wahr sein. Moment, jetzt muss ich tatsächlich ja hier mal kurz wegmachen, damit ich da mal kurz draufklicken kann, damit hier unten die Leiste nicht die ganze Zeit nervt. So. Jetzt ist es fort. Also hat mit dem Stereo-Trader wenig zu tun und das machen wir dann am besten morgen früh. Gut, also kannst du mir, das fragte Daniel, den Vorteil vom MTO-Trail zum Limit-Pullback erklären? Also man kann die beiden ja nicht wirklich miteinander vergleichen, weil ja MTO ist ja halt eigentlich eher darauf ausgelegt, mit der Richtung zu gehen und Limit-Pullback ja eigentlich eher umgekehrt. Und das heißt, also Limit Pullback bedeutet ja nichts anderes, als dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Idee käme, Short zu gehen, wo sind wir hier im DAO, wo sind wir wenig wohler hier, wenn man da jetzt sagen würde, gut, ich gehe da Short und dann packe ich ja halt eine Limit Pullback hin, gibt er jetzt mal als Beispiel nochmal zu Demonstrationszwecken ein Pullback von 5 Punkten. Und das würde bedeuten, dass halt das Limit erstmal überschritten werden muss. Sobald es erreicht ist, besser gesagt, das Limit, klemmt sich der Punkt, die Order 5 Punkte hinter den aktuellen Kurs. So, jetzt kommt er natürlich genau da nicht hin, aber kann er umgekehrt machen mit Long genauso. Aber der Wohler kann es sein, dass wir da lange warten. So, das ist ja halt erstmal der grundsätzliche Ansatz. Aber das sieht schon eher aus, als würde er nach oben gehen. Der grundsätzliche Ansatz von einer, ne, Limit Order. So, jetzt sehen wir es halt, der hat den Kurs erreicht. Das heißt, mit der Limit Order stelle ich mich ja immer gegen die laufende Bewegung. Also, ne, grundsätzlich schon, ne, weil das Limit muss ja erst erreicht werden. Dann stehe ich da mit meiner Order und sage, ja, ich bin überzeugt davon, wir laufen nur bis hierher. So, und das ist ja halt eine Limit Pullback. Das heißt, wenn der jetzt halt hier drüber springen würde, 100 Punkte, und dann würde ich halt erst dann gefillt werden, wenn der Kurs mindestens die 5 Punkte, ne, zurücklaufen würde. Ne? Hier sind sie ja dann auch nochmal. So, vorher ja halt nicht. Eine MTO-Order, also ich war hier nur gerade verwirrt, ne, weil hier steht das Limit Pullback nicht mehr drin in der Order. Das liegt aber auch logischerweise daran, weil die Limit Pullback wird ja halt in eine Stop-Order umgewandelt. Und deswegen steht jetzt hier bei Stop-Order die 5 Punkte, weil aus der ist ja aus einer ursprünglichen Limit-Short ist jetzt eine Stop-Short geworden und die wird eben gefillt, wenn der Kurs 5 Punkte in die Richtung halt hier kommt. Ne? So, jetzt aber dadurch, weil ich halt hier rumgeklickt habe, ist die jetzt erstmal deaktiviert. So, und eine MTO heißt ja, also die kann ich ja quasi, das ist ja mein Ersatz für eine Market Order, wenn ich jetzt zum Beispiel halt mit dem Kurs da hochgehen will und sage, ich mache MTO Long, dann mache ich das ja hier mit Shift-Click auf Kaufen. Muss nur gucken, ob ich den richtigen Punkt erwische. Ja, das heißt, die stellt sich ja halt genau andersrum, halt dann an der Stelle halt dagegen. Und frage ich mich nur gerade, ist das richtig so? Ja, ne, klar, ja, das ist schon richtig. Ich bin, sorry. Das heißt, das ist von vornherein, ist das eine Stop-Order, die aber halt dem anderen Rücklauf folgt. Von daher ist es ja überhaupt kein Vergleich. Und eine MTO-Order mache ich ja eigentlich erst, also hier Short hat man es jetzt besser gesehen, wenn ich jetzt sage, ich gehe Short MTO, dann sieht das so aus. Ne? Das ist halt vom Prinzip her, ist halt der Unterschied der, dass es nicht erst ein Limit ist, sondern ich mich halt direkt dahinter hänge. Und von daher kann man eigentlich sagen, ja, eine MTO ist eigentlich eher dafür gedacht, wenn ich mich in die laufende Bewegung quasi per Market halt da dranhänge, ne, und nicht erst ein Limit irgendwo hinsetze. Und das ist halt auch der Unterschied. Und von daher kann man da jetzt nicht sagen, Vor- oder Nachteil. Es ist eher der Zweck, also eine MTO, die würde ich halt eher verwenden, wenn ich halt irgendwie ganz schnell irgendwie in den Markt halt rein will, in die laufende Bewegung und eine Limit, die kann ich ja hinsetzen, die kann ich ja 1000 Punkte wegsetzen. Ne? Von daher, und das geht bei der MTO halt nicht. Ne? Weil die halt quasi, eine MTO ist eigentlich eine direkt ausgelöste Limit Pullback, wenn man vielleicht so will. Ne?
Und da schiebt auch gerade einer eine Frage nach, der Daniel nochmal. Also die MTO an Take-Profit anhängen. Klar, warum nicht, ne? Aber beim Take-Profit, da ist es halt auch wiederum so, da könnte ich halt auch sagen, ja gut, mein Take-Profit, der ist hier unten, ne? Und statt jetzt irgendwie einen Take-Profit zu setzen, einen klassischen, weil das ist auch oft gefragt, dass ob man nicht den Take-Profit auch irgendwie als Limit-Pullback machen könnte. Das ergibt eigentlich keinen Sinn, ne? Weil ich kann ja direkt die Limit-Pullback hier hinsetzen. Ich muss ja nicht einen Take-Profit verwenden, sondern da setze ich mir halt eine Limit-Pullback hier hin. Dann habe ich ja genau denselben Effekt. Ja, nur, dass da nicht TP dran steht, aber es ist genau das Gleiche. Ne? Und klar, wird halt nicht gelöscht, wenn jetzt als Beispiel der Stop-Loss gefilmt wird, würde die stehen bleiben. Es sei denn, ich habe hier Orders löschen aktiviert, dann wäre die auch weg, wenn der Stop-Loss gefilmt wird. Ne? Also von daher geht auch das ganz genauso. Und deswegen ist das dann halt eigentlich eher die bessere Variante. Außer halt eben auch, der Kurs läuft jetzt schon und ist als Beispiel irgendwo an der Grenze, wo ich sage, na, weiß nicht, ob der durchgeht, dann kann ich auch eine MTO in die andere Richtung machen und das als Take-Profit nutzen, ganz klar. Ne? Gut. So, dann nochmal der Daniel. Manchmal läuft der Markt an das obere Bildschirmende. Kann ich den Chart auch senkrecht verschieben? Ja, klar. Also das ist ja im Stereo Trader ist ja, das gibt es ja mehrere Stellen, wo das Ding drin ist. Das ist hier diese Windrose. Ne? Und wenn die deaktiviert ist, und dann ist halt die normale Metatrader-Skalierung, wenn die aktiviert ist, dann kann ich das Ding rauf und runterschieben. Ne? Dafür ist die ja da. Und die gibt es genauso auch nochmal hier. Da oben genau das Gleiche. Ne? Macht nichts anderes. So, sieht man ja, ne? Was? Es geht schon wieder um 18 Uhr. Jetzt wird schon wieder, geht schon wieder das Entertainment los. Dirk Hilger alias Dr. Stern hat am Freitag in Bettys Diagnose ZDF 19:25 wieder überragend gespielt. Ist schon ein toller Rollenwechsel, das er neben seinem überaus profitablen Börsenhandel erfolgreich zu leisten. Chapeau und viele Grüße nach Ratingen und Köln. Der ist gut. Der Nelson ist gar nicht mehr da oder ist schon untergetaucht. Ich weiß nicht. Der sagt schon gar Nein, nichts mehr. ich gucke gerade hier Mediathek ZDF, wie gut du gespielt hast. Wir können das ja mal einblenden. Kriegen wir das bei YouTube, dann mache ich das gleich mal auf. Doch mal, hier mal angucken, wovon da überhaupt die Rede ist. Ja, nachher ist das irgend so ein Honk. Und ich freue mich hier die ganze Zeit und merke nicht, wenn ich auf die Schippe genommen werde. So, der Timo, wer A sagt, muss auch B sagen. Wie ist das denn gemeint? Das ist ja frech hier, ne? Komm mal, ich mache den ganzen Tag hier seine Arbeit und jetzt kommt er hier noch mit so einem. Das ist ein Honk, sagt der Martin. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist mir egal. Ich weine dann später, wenn das Webinar ist vorbei, wenn das Webinar vorbei ist. Gut. So, kann man den Stereo Trader auf 4K einstellen? Der Stereo Trader läuft eigentlich ganz normal mit 4K, ne? Also sobald Windows auf 4K steht, ist auch der Stereo Trader auf 4K. Das ist schon ganz lange eigentlich möglich. Und das sollte auch irgendwie keine, das sollte auch nichts mehr irgendwie verzerrt sein. Ich kann es jetzt hier nur nicht umstellen. Ich bin halt normalerweise hier auf mehreren Monitoren unterwegs und die können nicht alle 4K. Und deswegen habe ich halt hier nur eine keine Ahnung, wie die Auflösung heißt, irgendwie 2560 mal irgendwas. Und aber genauso 5, also ich hätte normalerweise hätte ich dann halt 5K, aber klar, kann das ja auch her. Ja, schreibt der Timo auch nochmal gerade, läuft 1A in 4K, der ist nämlich immer auf 4K unterwegs. So, dann. Die Taste freie Skalierung. Ungefähr jedes fünfte Mal drücken, ploppt das Menü auf und ich muss wählen, was ich für eine Funktion haben will. Ja, das kann sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das müsste aber jetzt behoben sein, sowieso. Das war nämlich an anderer Stelle auch. Ich glaube nicht, dass man das hier noch aufkriegt, ja, ne? Sondern man muss jetzt genau unten auf das Dreieck klicken und nur dann geht es hier noch auf. Ne? Weil hat jemand gerade gemeint, wenn er draufklickt, manchmal geht es halt auf.
Ich weiß, das ist so mal ein bisschen unglückliches Design in den letzten Versionen. Das ist aber jetzt behoben, genauso wie hier oben. Zum Beispiel, wenn ich halt bei auf Flat Reset und so weiter drücke, das ist jetzt auch alles weg. Das heißt, ich kann hier kann ich nichts mehr falsch machen. Ne? Auch egal, wie lange ich die Maus drauf halte, das Menü kommt nicht mehr. Das Menü kommt nur dann, ne, sieht man auch, wird dann auch hier unten größer, das Dreieck, wenn ich genau wirklich ins Dreieck treffe. Treffe ich nicht ins Dreieck, ne, sieht man, das verändert sich von der Größe, kommt es dann nicht. Und nur mit dem Dreieck und dann auch sofort. Ne, das ist so ein bisschen verbessert. Korrekte Timo, beste Funktion der neuen Version, ja super. Ja, ne, ich weiß, das hat so einige, hat es halt irgendwie gestört. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, ne, was für eine Verbindung man hat und wie schnell irgendwie die Performance dann halt von der Kiste ist und so weiter. Und wenn halt hohe Wohler ist, man 10 Charts auf hat, dann kann das schon mal einem auf den Keks gehen. Ne? Aber auch generell hier so die Geschichten, das ist ja auch alles jetzt irgendwie, gehört ja alles der Vergangenheit an, jetzt wenn die Version jetzt hier halt kommt. Ne? So, das heißt, man kann auch unverändert wieder jedes Mal aufs X klicken. Das geht auch wieder natürlich auch hier die Einzelpositionen, wie es ja schon ein paar Mal gezeigt wurden. Die kann ich ja genauso greifen und hierüber schließen. Es gibt ja mittlerweile da 1000 elegante Möglichkeiten. So. Hoch, tief, last week wäre ein toller Button. Haben wir doch. Oder was ist gemeint? Ach so, das war genau. Wofür ist C1, C2? Das sind einfach nur zusätzliche Subcharts hier an der Stelle, ne, die man halt sich noch in den aktuellen Chart mit einblenden kann. Also ich muss auch gestehen, ich nutze es sehr selten. Ich dachte mal, das wäre eine gute Idee, aber da könnte man ja auch mal irgendwie rumfragen, so wer nutzt das, wenn es eh keiner nutzt. Und dann halt da Platz wird für was anderes, dann fliegt es raus. Da können wir ja wirklich mal irgendwie, kann ich ja mal irgendwie in der Gruppe oder auf der Steotrader-Seite mal irgendwie eine Umfrage machen. Ja, und das wahrscheinlich dann gemeint, weil ich habe ja hier hoch, tief, Intraday, und Vortag, dass man das halt hier erweitert auf aktuelle Woche und Vorwoche. Ich meine, generell gibt es die Levels ja, ne? Wenn man ja halt hier die Fibos auswählt, nur natürlich dann halt eben nicht so deutlich, wie das halt hier bei Vortageshoch und Tageshoch halt der Fall ist. Das ist schon richtig. So. Wenn ich eine andere Vorlage im Chart lade, sind alle meine eingezeichneten Widerstände, Linien etc. weg. Deswegen lädt man doch eine andere Vorlage. Oder verstehe ich da die Frage nicht? Also eine Vorlage beinhaltet ja immer entsprechend die ganzen Levels. Also ich meine, es ist generell nicht so wirklich eine gute Idee, ne, hier über Vorlagen, Template, da halt, wo sind sie überhaupt hier? Da halt irgendwie was da halt zu laden, weil dann auch der ganze Steotrader rausfliegt und mitsamt den ganzen Objekten vom Steotrader, das ist nicht so wirklich glücklich, dass man das, also würde es zu sperren gehen vom Steotrader, würde ich es sperren, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz, klar, die sind natürlich dann weg. Aber das ist ja auch so gewollt. So, dann der Hans. Seit Tagen funktioniert der Sport im MT5 nicht mehr. Timo, weißt du da was? Also mir ist da jetzt irgendwie nichts bekannt, außer man hat versucht, das offizielle Add-on in irgendwie eine Beta-Version reinzuziehen. Das funktioniert nicht. Aber ansonsten ist mir da jetzt nichts bekannt, worum das nicht gehen sollte. Ich habe hier gerade übrigens ein paar übergangen, weil da wird halt auch gefragt, was kann die neue Version? Das stelle ich jetzt erstmal kurz hinten an, zumal es aber auch schon ein paar Mal gesagt wurde und ich natürlich dazu auch nochmal extra ein Video auch machen werde, damit da nichts verloren geht. So. Was? Der Stefan, habe ich da was verpasst? Wo ist er hin? Ach so.
Also, er hat nur richtig gestellt den Vergleich. Ich kenne den wirklich nicht, ne, lieber Stefan. Ich kann dazu gar nichts sagen. Wär ich jetzt aber auch nicht beleidigt, wenn es so wäre. Also ich habe das aber schon positiv aufgefasst. Also no worries. Tut mir leid, wenn das ein bisschen falsch rübergekommen ist. War bestimmt nicht so gemeint. Aber ich gucke nachher wirklich, ne? Der Nelson hat ja schon geguckt. Der sagt nur nichts. Das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht. Richtig. Okay. Ja, ne? Genau Danke. das. So, wenn ich ein neues Fenster öffne, wie kann ich die Einstellung von einem Fenster übernehmen? Das geht nicht automatisch. Jein, ne? Weil wenn ich ein neues Fenster ja aufmache, als Beispiel jetzt hier nochmal, irgendwie ein US30 Mini, und dann ist der natürlich passiv. Das ist mal das erste Problem, ne? Deswegen sind die natürlich weg. Das ist klar. Wenn ich aber halt den hier jetzt halt den passiven halt, aber den aktiven aber auf passiv setze und dann halt den passiven auf aktiv, dann sollten die Einstellungen eigentlich alle da sein. Habe ich so noch nicht probiert, aber das spricht eigentlich irgendwie nichts dagegen. Ups, dass das so sein sollte. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was da jetzt genau ausgewählt war, aber das ist eigentlich schon so Sinn und Zweck in der Sache. So, ich sehe gerade, hier hängt was. Da hängt was. Ja, es gibt doch noch keine Release. Mal gucken, was da gerade rausgekommen ist. Ach ja, okay. Muss ich da mal drauf gucken. Gut. Das sollte aber dann, wie gesagt, eigentlich so sein, ne, dass die Einstellungen dann halt übernommen sind. Wenn nicht, müsste ich mir das mal angucken. So wird es irgendwie nicht bekannt als Problem. So, dann der Christian. Gibt es für Bicep, Flat und Reverse auch Shortkeys für die Tastatur? Tatsächlich leider nicht. Das sollte man, glaube ich, aber das ist ja schon ein paar Mal gefragt worden. Das wäre in der Tat halt schon mal eine Idee. Ist natürlich halt auch so ein bisschen risky, ne, wenn man irgendwie gerade vergessen hat, dass es eingeschaltet ist und dann halt irgendwie dann an anderer Stelle anfängt, was zu tippen und dann auf dem falschen Bildschirm ist und ruckzuck hat man dann eben halt auch was versemmelt. Okay. Dann der Mike, dieses C1.2 würde ich gerne nutzen, also mit den Subcharts, ist aber eben nicht verfügbar. Das liegt daran, das gibt es nur im MetaTrader 5. Na, das ist im MetaTrader 4 schlicht und ergreifend technisch so nicht machbar. Aber ich muss auch sagen, auch das Release, was jetzt kommt, ist nur MetaTrader 5 erstmal. Ne? MetaTrader 4, der wird hinten anstehen müssen. Von daher betrifft die ganzen Geschichten die MetaTrader 4 erstmal überhaupt nicht. So, der Hans, also weiß ich nicht, ne? Hier nochmal wegen Sport, sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ne? Da bräuchte man schon mal irgendwie ein paar Angaben mehr. Was denn da genau nicht funktioniert, dass wir dem mal nachgehen können. Aber allgemein bekannt ist es auf jeden Fall nicht. Der Timo, der die ja halt die letzte Version ja auch entwickelt hat, der hat auch gerade noch mal bestätigt, da ist, genau wie ich es gesagt habe, ne, die Beta nicht, aber halt die Release sollte in der Release auch funktionieren. Ne? Aber da, wie gesagt, am besten da mal irgendwie ganz regulär dann über den Support gehen. So. Wenn man oberhalb des Kurses eine Order aufgibt und die STRG-Taste drückt, wird ein Grid bis zum aktuellen Kurs erstellt. Richtig. Wie kann man zum Beispiel ein Grid in die entgegengesetzte Richtung mit zum Beispiel vier Ordern so erstellen, ohne ein Cluster zu erstellen? Ohne ein Cluster. Moment. Wie kann man zum Beispiel ein Grid in die entgegengesetzte Richtung mit zum Beispiel vier Orders? Also generell nochmal, wenn ich jetzt halt hier irgendwo mit STRG eine Order aufgebe, ne? So, und dann passiert Folgendes, dann kriege ich hier so ein Päckchen. Also das funktioniert ja erstmal generell richtig, ne? Wenn man jetzt natürlich nur irgendwie vier haben will, ich meine, da gibt es halt die Möglichkeit, mache ich mir halt vier weg, weil der Vorteil
Wenn man das so macht, ist, dass die verkettet sind. Ne? Das ist natürlich der Riesenvorteil gegenüber normalen Limit Orders. Das heißt, wenn jetzt der Kurs drüber läuft und eine wird verschoben, verschieben sich die anderen alle mit. Ne? Egal, ob der Kurs schon erreicht ist oder nicht. Und das ist bei normalen Limit Pullback Orders halt so nicht der Fall. Deswegen ist das halt mit STAG natürlich schon sinnvoller. Deswegen halt bitte nochmal nachlegen. Was man machen kann übrigens auch ist, man kann das mit Abstand machen, wenn ich sage, na gut, hier oben an der Value Area als Beispiel, dort, da setze ich da die erste hin und drücke dann oben drüber, STRG, und dann packt er das auch nur oben drüber. Und hier natürlich genauso, ne, so kann ich halt Abstand vom aktuellen Kurs halten. Aber was jetzt damit gemeint war, dann habe ich die Frage vielleicht nicht richtig verstanden. Achso, war, ist schon beantwortet. Gut, okay. Das war ja dann einfach. Also nochmal, wie gesagt, der Vorteil für die, die das jetzt gerade zum ersten Mal sehen und dann sagen, oh, Margin Call, nein, nein, nein. Weil, also die Abstände kann ich natürlich einstellen. Ne? Das geht übrigens hier oben im Setup. Bei Terminal sollte das sein. Und dort gibt es Grid Orders. Orderabstand steht jetzt hier mit 4 Punkten halt. Ne? Und da steht dann halt auch Verketten. So, also hier ist der Abstand. Progression kann man einstellen, wenn man unbedingt möchte. Das Pullback im Falle von Limits Orders und eben, dass die verkettet sind. Also, wie gesagt, das bedeutet, sobald halt eine angelaufen wird, ja, und wie man es vorhin gesehen hat, wenn der Kurs dann drunter springt, dann wird das ganze Grid mitgezogen. Ne? Das heißt, es wird nicht passieren, dass der auf einmal hier alle füllt, nur weil der Kurs fällt, sondern wenn der Kurs jetzt hier plopp machen würde, würden sämtliche Orders alle 7, die hier drin liegen, sind 7 oder 8? Nee, alle 8, die hier drin liegen, würden alle im Paket nach unten verschoben werden. Ne? Und von daher ist das nicht, auch nicht vergleichbar mit einem normalen Grid, was dann halt eben dann statisch da halt im Markt liegt. Ne? Die würden einfach alle gefüllt werden. Passiert hier aber nicht, ne? Wegen der Verkettung von den Limit Pullbacks. Und deswegen, klar, kann man das natürlich auch schick nutzen. Man sagt, na gut, ich erwarte hier eine Range, erwarte da eine Range. Kann man das so machen, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Man kann, glaube ich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass ich was Falsches sage. Aber es müsste sogar gehen, wenn ich die beiden Dinge hier anwähle, dass die auch entsprechend alle dann halt nochmal von selbst platziert werden. Ja, man kann auch sagen, hier zum Beispiel ROP nur. Das heißt, dann würden nur die Orders nochmal platziert werden, die halt auch im Plus gelandet sind und die anderen halt eben nicht. Müsste gehen. Ich habe es jetzt nicht probiert, müsste man wirklich mal ausprobieren, aber ich glaube, das ist da auch gesetzt. Das Attribut. Martin, gibt es zeitnah ein neues VPOP, wo zum Beispiel bei 13 Uhr der richtige VPOP angezeigt wird? Also der VPOP ist grundsätzlich richtig. Die Berechnung startet aber halt um Mitternacht. Ne? Und das ist auch so nicht zu ändern. Weil das ja halt auf dem, das hat nichts mit der Anzeige zu tun, sondern es müsste ja dann halt. Was weiß ich, wenn, für jede Minute müssten wir dann halt eine Indikation für den VWAP berechnen, mit jeder Minute Startzeiten. Das ist natürlich nicht zu machen. Und deswegen ist halt die Berechnungsgrundlage halt Mitternacht, beziehungsweise halt am Tagesbeginn. Das ist kein Darstellungsfehler, ne? Sondern das liegt einfach in der Natur der Sache. Inzwischen eine Möglichkeit nach Erstellung einer Grid Order als solche zu identifizieren. Wie ist denn das gemeint? Das verstehe ich jetzt nicht. Da musst du nochmal nachlegen, Martin. Also, falls da gemeint ist, irgendwie, ob man die visuell halt irgendwie kennzeichnen könnte. Also bis jetzt halt, ne, also das, die Frage wurde meines Wissens noch nie gestellt. Und dass die zu kennzeichnen wäre. Beziehungsweise das, oder halt auch meiner, also ich habe noch nie drüber gesprochen, ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ne? Also kann sein, im Corona-Wahnsinn, dass da auch mal ein paar Gehirnzellen sich auflösen, wenn man was vergisst, aber dann glaube ich das eigentlich nicht.
wenn ich 30 Order auf dem Screen habe, davon sind, zwei davon sind Grids, einige sind verschoben, woher weiß ich, welche beiden zusammengehören? Ich würde dir vorschlagen, mach einen zweiten Chart auf, wenn du 30 Orders auf dem Schirm hast. Ist nicht böse gemeint, ne? Aber ich glaube, das ist ja doch schon sehr speziell. Also ich weiß natürlich, was du meinst, ne? Aber ich würde das doch eher trennen, dann halt irgendwie nach Strategien isolieren. Ich meine, dafür gibt es ja solche Geschichten. Und damit man eben sowas nicht alles irgendwie in einen Chart packen muss. Weil ich glaube, dann jetzt dafür irgendwie nochmal eine extra Erkennung da halt reinbauen, weiß ich nicht. Bin ich so auf Anhieb jetzt nicht so begeistert von der Idee. Es gab mal irgendwie eine andere Geschichte, wo ich gerne mal irgendwie was drin gehabt hätte. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich auch, wo da habe ich schon ein paar Mal gedacht, so, das könnte man eigentlich mal machen. Aber ja. Kann man Orders später noch anderen Strategieorten zuordnen? Nee, das geht nicht, weil das ja verknüpft ist mit der sogenannten Magic Number, ne? Das ist so letzten Endes eine ID, die an jede Order, sei es Market oder halt auch Pending halt angehangen wird und die liegt beim Broker und die kann ich nicht verändern. Das funktioniert nicht. So, wie bekomme ich den DOM angezeigt oder brauche ich ein extra Tool dafür? Also grundsätzlich nur MetaTrader 5 und grundsätzlich nur, wenn man damit ein Live-Konto verknüpft hat, für das ich auch entsprechend die Future-Daten abonniert habe. Ich kann es jetzt hier nicht zeigen, weil ich jetzt hier gerade auf ein Demo-Konto bin. Da habe ich die Future-Daten nicht, aber das hat die Voraussetzung. Und dann muss ich halt hingehen, das ist, wird jetzt echt ein bisschen lange dauern, das jetzt hier umzustellen, aber generell ist die Vorgehensweise an die, ich gehe in die Einstellung und sage bei Instrument Volumenquelle und dann kann ich dann zum Beispiel halt auswählen. Dann steht dann hier zum Beispiel der YM, ne? Und also was der halt der Dow Future ist, den würde ich dann halt hier auswählen. Und wenn ich dann halt das Orderbuch, also hier den DOM aktiviere, dann wird der auch dargestellt, dann wird ja die Markttiefe, also das Orderbuch vom Dow Future im US 30 Mini, also dem Dow CFD, angezeigt, ne? Und das ist das, was man bei mir in den Webinaren immer sieht, weil ich das halt wirklich sehr gerne so verwende. Und aber das sind, wie gesagt, die Voraussetzungen. Also MT5, Future-Konto und vor allen Dingen die, den Datenfeed abonniert. Ja. Gut. Kann der, ach, jetzt kommt wieder was, das haben wir glatt vergessen. Der Micha. Kann der MT5 mit dem Stereotrader Heiken Aschi anzeigen? Theoretisch ja, aber in der Tat ist es so, dass das im Rahmen von der Beta mal moniert wurde und es geht nicht, also da ich nicht da dran war, brauche ich es gar nicht zu probieren, gehe ich davon aus, ist auch so. Ne? Die sind aber auch jetzt eh alle nicht kompiliert, die ganzen Sachen hier, aber ich vermute mal fast, dass das halt irgendwie nicht das tut, was es soll. Ja, also im MT4 weiß ich, geht es auf jeden Fall. MT5 muss ich wirklich gestehen. Also das hatte ich jetzt leider überhaupt nicht mehr auf dem Schirm die ganze letzte Zeit. Von daher mea culpa, aber wird auf jeden Fall aufgenommen und dann auch sicherlich behoben werden. As zeitnah as possible. Alright, Nelson. Machen wir heute eine halbe Stunde früher Feierabend? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also Sie haben natürlich immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und vielleicht kannst du ja doch ein paar Neuigkeiten aus der neuen Version zeigen, wenn du möchtest. Ansonsten, okay, gut. Die Antwort wusste ich schon vorher. Aber wie gesagt, also Sie können gerne weiterhin Fragen stellen. Wir haben ja noch reichlich Zeit, außer Sie wollen tatsächlich Dirk heute ein bisschen früher in den Feierabend checken. Ja, Feierabend ist gut, ne? Also das wird kein Feierabend, aber umso schneller wird die neue Version fertig. Das ist halt schon so. Weil ich habe jetzt hier gerade vorhin noch mal was gesehen, wo ich denke so, hä, okay, was ist das denn? Warum ausgerechnet jetzt im Webinar? Und
Ja, das habe ich hier so versteckt. Ich habe das nicht so an die große Glocke gehangen, aber ich habe es gerade vorhin gesehen, dass da halt noch irgendwie eine Kleinigkeit ist. Hast Und du dein Argument natürlich jetzt geschickt ausgewählt? nein, 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 nein. Weil es war irgendwie bei der Umstellung auf Passivchart, hat er vorhin irgendwie keine Lust gehabt. Es gibt übrigens noch, es gibt eine schicke Funktion, die habe ich noch nicht gezeigt. Die kann ich mal zeigen. Die finde ich jetzt persönlich total klasse. Vor allen Dingen, weil ja immer wieder gefragt wird, so, wie machst du das hier mit der mit den ganzen Charts im Live-Trading, in den Webinaren, weil es gibt so eine Aufräumfunktion. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwie diverse Charts aufmache, ja, der MetaTrader, der kann ja grundsätzlich irgendwie nichts. So, also was irgendwie schön ist. So, wenn ich da hier draufklicke, kommt halt sowas bei raus. Macht doch kein Mensch. Optimal. So, und mit dem Stereo-Trader gehe ich jetzt hin, hier oben, und sage dann auf Arrange Charts. Und dann räumt er das so auf. Ne? Also eigentlich genauso, wie es bei mir in den Webinaren halt drin ist. Das heißt, er verteilt die Charts halt hier ganz nett auf dem Schirm. Und ich kann natürlich halt noch mehr machen. Also jetzt hier dann, ich habe die noch gar nicht alle durchgeguckt. Ach nee, ich glaube, da einer war da irgendwie noch ein bisschen buggy. Es gibt doch noch was, das wird nie was mit der Release, sagst du ja, Nelson. Ich glaube, das ist der hier. Nee, der funktioniert auch noch. Ich glaube, ab dem 6. oder 7. oder nur der 6. und der 7., der wird dann ein bisschen anders. Ne? Aber sowas halt generell, das finde ich halt zum Beispiel schon mal sehr praktisch, weil es halt einfach Zeit spart, wenn man mit mehreren Charts dann halt unterwegs ist. Was auch noch eine Funktion ist, da will ich ja jetzt dem Nelson nicht vorgreifen, da habe ich mit dem Nelson heute per E-Mail drüber kommuniziert. Da kenne ich nicht den Stand der Dinge, sonst würde ich nämlich hier auch schon zeigen. Aber das wollen wir uns erstmal noch rechtlich Bisschen abklären. Arbeit. Ja, gut. Ja, deswegen lassen wir das jetzt hier mal kurz außen vor. Aber generell, ich glaube, so die wesentlichen Sachen sind schon gezeigt worden. Das hier ist noch nicht dokumentiert. Das wird aber dann nachgereicht, wenn das auch mal getestet ist, na, wo man hier sieht, ich habe gar keine Ordergrößen mehr, sondern sagt dann nur noch irgendwie Fünftel, Viertel und so weiter. Kann hier gar keine Positionsgröße mehr einstellen. Es gibt aber immer, das heißt aber, ich kann mir zum Beispiel, wenn ich ja eh immer als Beispiel im DAU, sagen wir mal, mit irgendwie 20 CFDs unterwegs bin, nur mal als Beispiel, ja. Und dann brauche ich nicht jeden Tag da oben 20 einzutragen oder 10, wenn ich mal nur die Hälfte will oder 7, beziehungsweise 6, irgendwas, wenn ich halt ein Drittel haben will, sondern dann hinterlege ich quasi die 20 und sage halt hier oben, naja, gut, Drittelposition, halbe Position, Viertelposition. Ne? Das ist aber, wie gesagt, das ist noch nicht offiziell, aber das wird auf jeden Fall dann halt direkt danach nachgeschoben werden. Und weil ich finde das eigentlich eine recht gute Sache, ne? Weil man sich einfach nicht mehr Gedanken drüber machen muss. Und vor allen Dingen, man läuft nicht Gefahr, dass man halt mehr, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, meine maximale Positionsgröße ist 20, dann lässt er mir auch nicht mehr zu. Ne? Im Plus, ja. Sobald eine Position aber ins Minus läuft, funktioniert es nicht mehr. Ja, dann macht er halt direkt zu und reduziert wieder auf die 20. Und das sind aber eigentlich eher so die mehr oder weniger inoffiziellen. Aber generell, was halt hauptsächlich passiert ist, ist halt wirklich halt hier, ne? Statistik. Das ist halt einfach das Hauptding und auch die ganze Architektur, die halt dahinter steckt für die Statistik. Und das war halt leider ein Riesenaufwand, ne, mit dem irgendwie keiner rechnen konnte. Lag an der Umstellung vom MetaTrader 5 in der Abwicklung von Orders und Positionen. Die waren halt vorher immer synchron. Das heißt, ich habe dem Server im StereoTrader mitgeteilt, so, ich mache jetzt die Position zu. Und der sagt, alles klar, ich habe zugemacht und hier, das hast du verdient, ne, oder verloren. Und das war von heute auf morgen irgendwie nicht mehr so. Dann hieß es, ja, ich habe zugemacht, aber den Profit, ja, ich schicke ihn dir später hinterher. Und das hat halt irgendwie, das war ein Problem, ne? Weil das hat halt dann entsprechend einen riesen Rattenschwanz halt produziert, weil natürlich ein Trade ja auch erst als geschlossen dann betrachten werden darf, wenn das Ding halt dann eben auch zu ist und ich kann den nicht einfach nachträglich irgendwo in die Statistik einfummeln. Das hätte mir die Logik vom ganzen Stereo zerschossen und es hat eigentlich auch die ganze Logik zerschossen, deswegen hat es auch so lange gedauert. Und deswegen musste das halt neu gemacht werden. Ne? Das ist halt eben so der Hintergrund. Ansonsten hier so haptische Geschichten, wie man hier sieht. Ne? So, man sieht halt die Aktivität von der Maus halt zum Beispiel halt, was halt vorher nicht der Fall ist. Das ist ein bisschen netter. Das ist halt so
Wirkt halt insgesamt flüssiger. Es ist auch, behaupte ich, und das ist auch das Feedback eigentlich im Beta-Test von allen Testern, dass halt wirklich super flüssig ist, halt alles. Und dass da halt nochmal ordentlich was an Performance, also an Rechner-Performance halt dann gespart werden kann, beziehungsweise hier an Leistung halt dazugekommen ist. Und das sind eigentlich so ja, ich will jetzt nicht sagen wesentlichen Sachen, aber die auffälligsten Sachen. Ne? Und dann, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, man hat also hier zum Beispiel halt, ein bisschen heftig, aber dass ich halt hier jetzt eben mit, jetzt bitte nicht nachmachen, ne? Ich habe jetzt wirklich gar nicht nachgedacht. Ich weiß, letzte Mal im Helpdesk sind alles aufgegangen. Gut, ich glaube, der geht auf, aber nicht so schnell. Aber halt nur, damit man es halt mal sieht. Nochmal, ne? Das heißt, ich habe halt hier Zugriff auf die einzelnen Positionen, auch im Stereo Hedge Mode oder vor allen Dingen, nicht Stereo Hedge, Entschuldigung, vor allen Dingen im Stereo Future Mode, wo ja immer alles zusammengefasst ist. Ne? Da brauche ich jetzt auch nicht mehr da unten drüber zu gehen und gucke mir die da halt an und klicke dann unten in der Gegend rum, sondern ich sehe die hier. Ne? Und wie man auch sieht, es ist sehr klein, ich weiß. Aber wie man sieht, sobald ich halt die Maus da gedrückt halte, wird das Label hier so ein bisschen größer, ne, und zeigt mir auch sofort dann entsprechend den Gewinn oder Verlust dann halt an. Ne? Und so kann ich die halt ganz gezielt dann halt rausnehmen, einzelne Positionen beziehungsweise halt auch wieder reingeben und habe dann einen ganz anderen Überblick, als es zum Beispiel jetzt der Fall ist. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist halt hier, ich kann den Mittelwert, den rechnerischen Mittelwert nicht nur anzeigen, hier mit, das ist jetzt natürlich ein bisschen wenig, gucken, ob ich das noch ein bisschen verändern kann hier. Ne? Vorher gab es ja dann halt die goldene Linie, boah, die Wohler ist echt traurig hier, ne? Da gab es ja halt vorher eine goldene Linie. Funktioniert das? Gerade mal gucken hier, 44, ja, der könnte eigentlich schon noch ein paar Punkte runter, mal schnell. Und dann kann ich das hier ein bisschen besser demonstrieren. Komm, nur so ein paar Punkte einmal da unten reinstechen, dann ist gut. Danach kannst du ja machen, was du willst. Dau. Dann kann ich ja. Die Minute haben wir jetzt aber hier an Geduld. Ja, nur einmal so bis dahin reicht das schon. Einmal kurz darunter gucken. Was man ja immer noch sieht, ne, ist halt hier dieses BE. Das gab es vorher auch schon. Das war nur in der Darstellung halt ein bisschen anders. Das war ja dann halt eine durchgehende Linie. Und das ist jetzt halt nur noch klein dargestellt. Der hat jetzt aber irgendwie keine Lust, sich hier zu bewegen. Das ist so ein bisschen nervig. Ja, 15 Minuten Kerz, ist egal, von mir soll auch in die andere Richtung, Hauptsache irgendwo hin, doch nicht hier auf der Stelle jetzt stehen bleiben, wo ich jetzt hier rumklicke. Das muss doch jetzt nicht sein. Weil die Definition von Trade im Stereo Trader ist ja immer die, ein Trade beginnt mit der ersten Teilposition und endet mit der letzten. Ne? Und alles dazwischen sind Positionen, aber keine abgeschlossenen Trades. So, ich mache es jetzt mal genau umgekehrt. Ich habe die jetzt gelöscht. Jetzt sieht man, es ist der BE nach unten gerutscht. Klar, weil es ist der, während ich hier handle, geschlossene Verlust ist halt größer als der geschlossene Profit. Entsprechend müsste der Kurs insgesamt weiter runterkommen, damit ich wieder Break-Even bin. Ne? Deswegen ist die jetzt halt genau an der Stelle jetzt hier. So, und ich kann jetzt aber auch, um mir das Ganze halt visuell ein bisschen netter zu machen, kann ich auch hier dann Trade BE Linie Handeln auswählen und dann wird mein Break-Even, also mein Mittelwert, nicht mehr da angezeigt, wo er, wenn man nachrechnen würde, jetzt hier im Pool ist. Ne? Da ist er ja ganz klar bei 287 und wir liegen jetzt hier irgendwo bei 284, 285 dazwischen, ne? Sondern weil das sind die zwischenzeitlich geschlossenen Positionen sind halt hier mitgerechnet. Kann ja versuchen, ob wir das nochmal irgendwie gedreht kriegen. Weil es ist eigentlich halt am schicksten wirklich, wenn man halt irgendwie Teilpositionen im Gewinn schließt und wenn man dann halt nicht nur so ein kleines goldenes Ding da halt in der Gegend, also hat, was sich dann halt durch die Gegend schiebt, sondern hat wirklich dann seinen Break-Even, ne? Wie er halt einfach ins Auge springt. Ne? Der ist dann halt an ganz, ganz anderer Stelle. Aber es ist jetzt hier natürlich wirklich bisschen traurig vorzuführen bei der Wohler, das ist halt natürlich, das geht gar nicht. Das kann ich jetzt aber nicht ändern. Aber generell ist das halt dazu gekommen. Also dieses,
ja, Dealing einfach mit den, einmal mit den einzelnen Positionen und vor allen Dingen halt mit dem kalkulatorischen Break-Even, den gab es vorher ja immer schon, ne? Also hier diese beiden Anzeigen, Trade G&V und Pool G&V. Trade G&V, das war ja auch schon immer so, beinhaltet eben alles, was zwischenzeitlich aufgelöst wurde. Und Pool G&V nur das, was gerade noch auf ist. Das gab es schon immer, aber halt eben, dass man das halt hier dann so darstellen kann, dass man wirklich halt dann auch den kalkulatorischen Break-Even handelt, das gab es vorher nicht. Und das geht jetzt halt eben. Ne? Wobei man da sagen muss, also jetzt, also Break-Even-Schutz zum Beispiel, oder halt auch hier, wenn ich den Stop-Loss manuell auf Break-Even klicke, das bezieht sich dann auch alles entsprechend auf den kalkulatorischen, ne? Also auf den Trade G&V, auf den Trade Break-Even mit den geschlossenen Positionen und nicht mehr auf das, wie es dann halt vorher war. Deswegen, also da muss man natürlich ein bisschen, was heißt, ich will aufpassen, muss man da eigentlich nicht, aber muss man einfach nur im Hinterkopf haben, wenn man das halt anwendet. Ne? Aber das sind so die wesentlichen Geschichten. Ne? Die dann ansonsten hier ist die ganze Nummer hier erweitert. Ne? Es gibt dann auch andere Zeiträume, die man halt hier auswählen kann, jetzt in der Historie. Und die stimmt jetzt natürlich halt auch, ne? Wirklich auf den Cent genau, egal welchen Zeitraum ich da wähle, das passt auf jeden Fall. Ne? Ab und zu muss man mal draufklicken zum Aktualisieren, weil durch die Asynchronität bleibt da auch mal kurz was auf der Strecke, aber das macht dann nichts, sondern man kriegt es dann einfach mit einem Klick dann auch wieder zusammengerechnet. Ne? So, das sind so die wesentlichen Sachen. Wie gesagt, klingt nach außen hin, stelle ich es auch gerade selber fest, als wäre es irgendwie ein Spaziergang gewesen von 3 Tagen. Aber es war tatsächlich einer von 4 Monaten jetzt mittlerweile, was richtig extrem viel Arbeit gewesen ist. So, dann kommen hier doch noch ein paar Sachen rein. Kann man mittlerweile ohne Zusatztool, Zusatzindikatoren von anderen Zeiteinheiten einblenden? Da weiß ich jetzt nicht, was gemeint ist. Also der Stereotrader macht ja eigentlich keine Indikationen, außer das, was hier im Chart drin ist. Und die sind auch Zeiteinheiten unabhängig. Ja, mit dem Einfrieren habe ich schon ein paar Mal gesagt, beim Zeiteinheitenwechsel steigt Meta-Quotes aufs Dach. Wirklich. Ich kann es nicht anders sagen, weil es ist nichts, was man in irgendeiner Form in einem Stereotrader angehen könnte. Das liegt an der Datenversorgung im MetaTrader. Zu 99% und zu 1% an irgendwas anderem im MetaTrader. Das ist halt, aber ich habe es halt, ich meine, man sieht es ja auch bei mir in den ganzen Webinaren, da kann man sich jetzt irgendwie 50 Webinare angucken, die ich halt die letzten Monate gemacht habe. Da wird man kein einziges Mal finden, wo mir das passiert wäre, ne? Also ich weiß nicht, ob da die Rechnerperformance nochmal irgendwo mitspielt. Ich weiß es nicht. Also bei mir gar nicht. Ich habe dieses Problem null. Ich weiß aber, dass es halt einige haben. Es wäre so schön, wenn das halt eins zu eins nachstellbar wäre, aber es ist halt leider nicht. Und das liegt eben an genau solchen Geschichten mit der Statistik auch. Da werden irgendwelche Sachen asynchron im Hintergrund zusammengedaddelt und es läuft nicht so, wie es laufen soll. Kann man leider nicht anders sagen. Und deswegen, weil wir haben es auch schon gehabt, das wurde auch schon mehrfach bestätigt, auch ohne den Stereotrader friert der MetaTrader ein, wenn man die Zeiteinheiten wechselt. Manchmal. Ne? Genau wie mit. Auch manchmal. Es ist ja nicht immer der Fall. Ne? Aber manchmal ist es eben so. Und das hat mit dem Stereotrader absolut nichts zu tun. Nur der Stereotrader, klar, der frisst natürlich Performance vom Rechner. Also vom Computer und der beeinflusst das natürlich dann an der Stelle nicht gerade positiv, aber es ist kein Stereotrader-Problem. Zu 100% nicht. So, jetzt passiert ja hier doch noch was, das ist ja unglaublich. So, konnte ich sie jetzt ein bisschen bewegen? So, jetzt haben wir ein bisschen mehr den Effekt hier. Hätte ich ein bisschen drin lassen können, ne? Wohla. Hoffentlich ist es morgen früh besser, Nelson, ne? Sonst müssen wir mal ein ernstes Wort reden. Okay. Wird besser morgen. Gut.
Bollinger, zum Beispiel 5 Minuten Bollinger werden 1 Minuten Chart einbinden. Das hat mit dem Stereo-Trader irgendwie so leider gar nichts zu tun, Michael. Ja, das ist ja, sind ja Fremdindikatoren, also das hat damit nichts zu tun. Wie kann ich im Stereo Hedge für Short und Long getrennt raus skalieren? Gar nicht. Ne, Stefan, gar nicht. Oder, warte, ich muss mal überlegen. Eventuell geht das jetzt hier mit der Anzeige von den Einzelpositionen. Das, doch, das müsste sogar gehen. Aber nicht mit Orders, ne? Weil, so wie ich das halt hier ja machen kann, hier kann ich ja sagen, gut, wenn er da runterkommt, dann bin ich nach 75 Short, bin ich noch 50 Short. Aber das ist ja auch der Stereo-Future-Modus. Und im Stereo-Hedge-Modus würde hier unten eine Long-Position aufgemacht werden. Ne? Also mit Orders kann ich es auf jeden Fall nicht machen im Stereo-Hedge. Aber mit den Geschichten hier kriege ich sie auf jeden Fall halt, dann halt zumindest mal auf die Art und Weise dann halt ausskaliert. Ne? So, kann man. Wegen Freeze. Also ich kann da, ne, ich, Christian, ich kann da leider echt so gut wie gar nichts zu sagen, weil, und ich weiß, wie doof das immer klingt, aber ich habe das Problem einfach nicht. Ne. Es passiert ja mir nicht. Ich meine, ich habe das Ding ja wirklich Tag und Nacht auf. Also in der Tat, ne, auf dem Live-Konto läuft es nachts, das läuft über Tage, Wochen durch, nichts. Ich habe es in der Entwicklung den ganzen Tag, wo ich ja wirklich klicke wie ein Weltmeister, nichts. Also das taucht einfach nicht auf bei mir, das Problem. Nicht mehr. Und schon lange nicht mehr. Von daher kann ich jetzt, ne, weil er hat mich hier gerade gefragt, ob es nur den MT5-Task oder den ganzen Windows, ich weiß es leider echt nicht. Ne? Bei mir läuft, was habe ich denn, Windows Server 2016 läuft bei mir. Deswegen, ich würde da gerne was dazu sagen, aber ich meine, ich bin natürlich froh, dass ich es nicht habe. Aber woran das liegt, das fragt mich mal einer. Ne? Ist jetzt auch nicht irgendwie, ist ja keine Wunderkiste. Sondern ganz, das ist halt ein Server, kein VPS. Klar, das bringt natürlich auch nochmal Performance. Vielleicht hängt es damit auch zusammen. Ist sicherlich aber auch nicht nur. Und halt MetaTrader 5. Wie schmeißest du die Chart-Anordnung? Ach, der Karl ist zu spät gekommen. Stimmt's, Karl? Das war nämlich eine von den neuen Funktionen, die ich gerade vorhin vorgestellt habe. Wie das geht mit der Chart-Anordnung. Ne? Nämlich hier einfach bei der nächsten Version Arrange Charts und dann macht er das ganz von alleine. Gut, die Freezes habe ich seit einem Wechsel von AMD zu Nvidia. Ist natürlich auch ein Ansatz, ne? Klar. Also möglich, dass das da auch mit reinspielt. Also beim VPS sollte die Grafikkarte wiederum keine Rolle spielen, behaupte ich jetzt mal. Das ist ja eigentlich ja egal. Oder Timo? Ja, ne? So, da wird ja nur Metadatenkram übertragen. Aber wenn es auf einem lokalen Computer ist, ja. Ja, nee, Karl, war kein Vorwurf, um Gottes Willen. Ne? Der Karl hat gerade nämlich gefragt, wie speicherst du die Chartanordnung? Und dann habe ich ja gesagt, der Karl ist zu spät. Und da schreibt er, komm von der Arbeit. Ja, es muss ja auch noch Leute geben, die was Anständiges machen. Nicht nur wie wir hier. Und, Erstmal bitte keine weiteren Fragen reinstellen. Wir haben noch ein, zwei, drei, glaube ich. Und dann haben wir auch die Stunde durch. so, da hat das jetzt irgendwas gebracht. Ne, dattelt hier boah, nur an meinem Break-Even hier rum. Ne? Das ist mein Break-Even, ist das Zentrum des Handelsuniversums gerade hier. Na gut, der war vielleicht auch nicht so klug dahingelegt. Deswegen kann ich das nicht so wirklich vorführen, wie ich es gerne gehabt hätte, aber so ein bisschen was hat sich jetzt hier bewegt, ne? Weil jetzt sieht man jetzt hier so ein bisschen besser,
Also ich kann mal, wenn ich noch einen Punkt runter nochmal eine zukriege, dann sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher, ne, dass halt meine Break-Even-Linie hier immer so höher wandert. Ne? Also das heißt, nicht irgendeine goldene Linie, wie es vorher war, sondern halt mein Break-Even. So, der liegt jetzt da oben. So, und dann sieht man halt natürlich so viel deutlicher, ne, wenn ich jetzt Teile aufgelöst habe, dass die Position gar nicht mehr in den Verlust laufen könnte, ne, ohne dass ich den Stop überhaupt verändert habe, weil nämlich hier rechnerisch mit allen zwischenzeitlich geschlossenen Positionen mein Break-Even ist. Ne? Und deswegen ist das halt, finde ich, psychologisch halt viel, viel, viel besser, wenn man das so macht und nicht wie vorher war es ja dann so. Ja, so ist es ja dann regulär. Das heißt, ich habe einen Teil raus hier zwischendrin aufgelöst und hier zeigt er dann halt meinen Break-Even an, rein gerechnet. Ja, also im Pool sind noch 16, 20 € plus, aber aufgelöst habe ich halt schon hier irgendwie 260 € oder so und die werden halt dann, ne, gemessen an dem, was jetzt drin ist, darauf gerechnet sind dann 26, Quatsch, 30 Punkte ungefähr. Und sieht man ja auch, ne? Pi mal Daumen, ja, 33 Punkte. Und da muss ich gar nicht mehr hin und her rechnen, sondern mache einfach nur hier das Ding an. Und da sehe ich genau, hier oben ist jetzt mein echter Break-Even. Und nicht das, was im Topf drin ist. Das interessiert mich ja eigentlich gar nicht, sondern die gesamte Position. Das finde ich halt eine von den schicksten Sachen in der neuen Version. Und was es so meines Wissens auch in keiner anderen Plattform auch gibt. Ja, das sieht natürlich dann halt klasse aus. Vor allen Dingen, wenn man dann halt irgendwo an einem schönen Punkt gekauft hat. Und dann habe ich nämlich nachher plötzlich mein, also zum Beispiel, ich habe am Tagestief oder 20 Punkte vor dem Tagestief bin ich long gegangen. Ne? Habe 40 Punkte ausgesessen, habe nach 50 Punkten die Hälfte aufgelöst. Wenn ich dann diese Funktion einschalte, dann habe ich anschließend mein Break-Even unter dem Tagestief. Unter. Und das ist halt, finde ich, wenn man dann so auf den Chart guckt, denkt man so, ja, besser geht gar nicht. Ne? Und ist halt echt so, finde ich, von der Handhabe sehr, sehr hilfreich. Gut, so, jetzt haben wir es aber, ne? Ja, zwei Fragen sind Jetzt. noch offen, Kannst Dirk. vergessen, ja, 59. Einmal Werner, 18:43 Uhr. Okay, Dann sorry, habe Martin. ich das. Der Martin, nein, der Martin muss jetzt ein Ticket ziehen. Der hat heute schon ganz viele Fragen gestellt. Nein, Spaß, ich gucke gleich. Also, wie kann man sich die Punkte im Chart ohne den Betrag in Euro anzeigen lassen? Wie kann man sich die Punkte im Chart ohne den Euro anzeigen? Wenn ich auf Trades klicke, erscheint immer weiter. Ach so, das ist gemeint, ne? Hier, ach so, das ist natürlich auch alles, ne, schicker als vorher. Hier mit der Trade-Anzeige, die wird dann entsprechend vor allen Dingen halt responsiv oder responsiv in Echtzeit gerechnet, wenn ich durch den Chart scrolle. Ja, ganz einfach. Hier auf Volumen klicken. Da oben, das bezieht sich jetzt aber auf die neue Version, ist klar, obwohl in der alten müsste es auch schon so sein. Hier oben auf Positionsgrößen anzeigen, wenn ich das ausmache, und dann zeigt er nur noch Punkte. Ja. Weil dann ist ja generell alles ausgeschaltet. Das ist ja so ein bisschen auch der Webinar-Modus. Ne? Also das heißt, da sehe ich jetzt ja zum Beispiel, wenn ich so arbeite, da sieht gar keiner mehr irgendwas von dem, wie viel Geld ich da halt riskiere, sondern halt wirklich dann nur noch Punkte. Ne? Die Punkteberechnung ist übrigens auch anders in der neuen Version. Die geht jetzt immer davon aus, wie groß war meine erste Position in dem Trade und berechnet danach alles weitere in Punkten. Ne? Und das war vorher so ein bisschen anders. Und das ist auf jeden Fall dann halt jetzt die Logik, die wir da halt gerade haben. Ne? Deswegen steht auch hier zum Beispiel nur 6 Punkte plus. Weil ich halt, ich weiß es nicht mehr, wie ich angefangen habe, aber auf jeden Fall, das kommt schon hin dann auch. Ne? Da stehen dann keine Mondzahlen mehr. So, und dann der, was war der Martin nochmal? Kann ich für die Einzelpositionen? Ah, okay. Dann keine neuen Fragen mehr, ne? Wie der Nelson schon gesagt hat. Kann ich für die einzelnen Positionen eigene Trail, Stops, SLs und so weiter festlegen? Ja, klar. Also im Single-Hedge-Modus dann aber, ne? Jetzt nicht hier für die
für die Dinger, sondern aber es gibt ja noch den Single-Hedge-Modus, in dem kann man sehr unverändert machen. Das heißt, dort bin ich ja dann halt einfach so oder so. Ich mache den hier mal zu. So. Dann haben wir hier nämlich einen schönen Gewinner. Wenn ich halt hier ja dann umstelle, entsprechend auf Single Hedge, dann habe ich ja unverändert. Och, ich habe mir gar nicht zu. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe den Stop-Loss weggemacht. Nee, hä? Was habe ich jetzt gemacht? So, jetzt dazu. Was habe ich denn da gerade weggeklickt? War das der Stop-Loss? Ja, ne? Gar nicht aufgepasst. Ich kriege jedes Mal Angst, weil ich will die Release raushauen, wenn ich ja irgendwas sehe. Aber das war jetzt gerade tatsächlich mein Fehler. Das ist gut so. Und zwar, ich kann ja hier einfach umstellen auf Single Hedge. Und dann habe ich ja halt die ganz normale Geschichte, ne, wo ich dann irgendwie halt hier zu allem Einzel da halt irgendwie Stop Loss und Take Profit halt vergeben kann. Das ist ja nach wie vor möglich, aber natürlich nicht im Stereo Future Modus. Das ist ja da so nicht gewollt. Gut. Alright. Dann machen wir an der Super. Stelle Feierabend, sogar noch 5 Minuten zu spät. Dank Nelson. Das merke ich mir dann auch. Kriegst ein Gummibärchen. Ja. Ein Gummi, eins. Ach ja, ich bin ja halt viel wert. Ich merke das immer wieder. So, aber wir sehen uns ja dann. Also erstmal danke dafür fürs dabei sein. Ich hoffe, ich konnte helfen. Aber das sieht ja eigentlich so aus, konnte ja irgendwie auch so ziemlich alles, fast alles beantwortet werden. Und wer mag, möchte und es noch aushält, ein weiteres Webinar mit mir zu machen, der darf sehr gerne morgen früh beim Live-Trading hier mit FX Flat dabei sein. 8 Uhr. Hey, wann fangen wir denn? Wann war das? 8:45 Uhr? Nee, Quatsch, doch, oder? Doch, 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 doch. Krass, so früh muss ich wieder aufstehen. Okay. Gut, also morgen früh 8:45 Uhr. Zur Eröffnung, bevor die Frankfurter an den Start kommen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Markt, ob wir da irgendwas damit anfangen können im Live-Trading. Ich sage bis dahin, habt einen schönen Abend. Der Nelson hat das letzte Wort. Freue mich bis morgen. Bis dahin. Ciao. Super, vielen Dank, Dirk. Ich schließe mich dem einfach an, was du schon gesagt hast. Würde mich freuen, wenn Sie auch morgen dann live wieder mit dabei sind. Ansonsten Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Können Sie alles nacharbeiten. Viel Erfolg weiterhin im Trading und einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao.